Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Uragan erledigt. Zum Glück habe ich die Parts ja schon alle mal benannt. Könnt das jetzt hier so wunderbar ablesen. Sonst hätte ich das nämlich nicht auswendig gefunden. Jedenfalls. Den haben wir in der letzten Folge platt gemacht. Ich trage hier mal eine Rathalos-Rüstung, die ich auch schon vorher hatte eigentlich, also im letzten Part. Ich habe schon mal nachgeguckt von hier, meine Güte. Hier ist ja nochmal Aknaktor. Und das Viech scheint auch ein Drache zu sein. Also nehme ich immer noch mein Drachenschwert hier mit. Gut, ne? Ich habe zwar schon ein Fieber, das irgendwie 210 abzieht, was irgendwie 60 mehr als das hier ist. Aber ich weiß nicht, wie sehr sich der Schaden hier auswirkt. Ob das jetzt so, weiß ich nicht, so einen riesigen Unterschied macht. Tja, deswegen laufe ich immer noch damit herum. Jedenfalls, was willst du mir sagen? Miau, 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 miau. Ist das wahr? Ich habe gehört, du willst ein schreckliches, großes Monster jagen. Aber was ist mit der Gefahr, miau? Ich fürchte um dein Leben. Ach so, ich wollte schon sagen. Schnurr, die Berufsehre zwingt mich, dir ein Versprechen zu geben. Wann immer du auch zurückkommst, solange du zurückkommst, wird das Bett gemacht und der Raum wird sauber sein. Keine Sorge, ich werde mich hier um alles kümmern. Konzentriere dich ganz aufs Überleben, Mounts. Okay. Sehr gut. Was willst du denn hier aufräumen? Ich habe hier die Masken, die habe ich glaube ich noch nie irgendwie so gezeigt hier, die ich alle habe. So, der Typ will wahrscheinlich, dass ich wieder irgendwas für ihn herstelle, ne? Oh, bevor ich vergesse, unser Mokka FDH Honig ist ein Hit. Er hat unsere Kleinstorf berühmt gemacht. Anscheinend hat irgendein dürrer Star damit 150 Kilo zugenommen. Sie weigert sich, etwas anderes zu essen. Unser Honig ist sein Gewicht in Gold wert. Jetzt werden die Reichen noch fetter und die Armen bleiben dünn. Ich will, dass jeder unserer Honig genießen kann, nicht nur ein paar reiche Fettsäcke. Wenn du das auch so siehst, sammle diese Rohstoffe und Materialien. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Du, ich weiß, du bist beschäftigt, aber dieser Honig wird gebraucht. Ja, ich muss nur gegen das gefürchtetste Monster, das je existiert hat, kämpfen. Okay, kann ich mir sogar leisten. Ich brauche nur ein paar fleißige Bienen und zum Glück ist der Typ hier. Okay. Fleißige Bienen, hast du die gerade? Nein, warum nicht? Okay, ich habe dem mal gesagt, er soll mal eine hier überspringen. Und das ist jetzt natürlich die, die ich brauche, ne? Ja, toll. Jetzt habe ich das genau umgekehrt gemacht. Ja. Also ich brauche nur ein einziges Teil, ne? Und jetzt hat der nicht. Mann. Machen wir den Aknaktor fertig. Fang ein, Ura. Leck mich. Jage ein Rathaus. Warum muss ich denn nochmal gegen ihn kämpfen? Zorn des Rathaus. Jage ein Rathaus. Vulkan. Das Omen. Ja, okay, jetzt in der Ödnis ist ja super. Jage ein Aknaktor. Mach mal den. Oh. Wir werden noch so viele Sachen machen. Ja, hallo? Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich das hier mal erledigen könnte, das Projekt heute. Aber anscheinend nicht. Wer da steht, da ich noch fange ein Rathalos. Ich habe schon so oft gegen ihn gekämpft. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass jetzt wieder so viele Quests kommen, wo ich mit dem Pisser noch was machen muss. Ich meine, ernsthaft, ich habe schon so oft gegen ihn gekämpft. Ich habe schon Waffen, ich habe schon Klamotten von ihnen hergestellt. Ach. Das ist so dämlich. So, jetzt kämpfen wir mal gegen ein Viech, von dem ich nicht weiß, wie er an der aussieht. Ist irgendwie eine Schlange oder so, glaube ich, auf dem Bild. Wenn ein Viech wusste, das kann man ja schon, etwa letztes Mal gekämpft haben, den Uragan. Ja. Den Namen werde ich nie auswendig lernen. Weil den haben wir ja schon auf der Erkundungstour getroffen. Das erste Mal auf dem Vulkan waren. Und das hier ist ein komplett neues Viech dann. Oh, Kältegetränk. Bam. Da machen wir, wo auch immer das Viech jetzt ist. Er ist okay, gut. Fertig. Oh. Was? Du bist eine Weiterentwicklung von diesen kleinen Viechern.
Oh, das Viech wird nervig, ich sehe das schon kommen. Schon sagen, diese Lavastellen kann ich nicht angreifen. Sieht aber cool aus, das Vieh. Es sieht auch aus, als wäre es sehr, sehr nervig zu bekämpfen. Ja, weil es irgendwie so in dem Boden rumspringen kann. Was? Ja. Ich kann bei dem nichts angreifen. Was zum Teufel? Was sagt denn? Ich kann bei dem gar nichts angreifen. Hallo? Ah, der kämpft wieder Lage. Ja, cool. Ja. Was jetzt? Ich kann bei dem nichts angreifen. Was ist das? Ja, das kann ich angreifen. Das Dingens hier. Harte Lava, ne? Warte mal, ich dürfte hier noch angreifen, oder? Das ist so eine gute Idee, ist geschmolzene Lava anzugreifen. Da, jetzt kann ich ihn angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen, weil die Lava hart geworden ist, ne? Da, jetzt kann ich den angreifen. Finde ich, dass das eine gute Idee ist, geschmolzene Lava anzugreifen, aber okay. Hier frisst das. Okay. Dann geh du mal öfter hier in die Lava rein, wenn es geht. Ja, genau so. Übel. Meine Güte, was macht er? Wie, wie hat er seinen Kopf gedreht? Und das Ding ja hinten, da kann ich bestimmt abmachen, ne? Okay, den kann ich aber sehr oft angreifen, fällt mir gerade auf. Aber nicht da reinschubsen. Ah, Lava. Ich bin nicht mal Lava unempfindlich wie im letzten Part. Nein, das ist hart geworden, leck mich. Da vorne kann ich ihn angreifen. Au. Sag mal. Nicht schwer im Sinne von, ja, ich krieg viel Schaden und der macht mich fertig, aber ja, ich kann ihn nicht immer angreifen. Au. Warte, komm mal. Du mal heraus. Wow. Au, au, au. Oh, okay. Ja, ist gut. Ja, machen wir einfach hier. Bams. Klappt. Ja, ist gut, Mann. Alter. Was ist das? Komm mal hier hin. Weil der Pisser, der hat er kaputt gemacht. Ja, scheiß auf die Dinge, sehe. Ma. Alter! Das wie mal. Chill mal hier. Aber gleich zur Ruhe. Was zum. Das ging schnell. Und ging das so schnell. Da so aus, als würdest du daneben laufen. Verdammt, warum bist du nicht daneben laufen? Wenigstens kann ich mal hier einen Schwanz vernünftig treffen. So, ich renn einfach, Und der ist noch schneller als der Lagiakus. Der Ludrov. Alter, der verarscht mich.
Du läufst da, wo ich hinlaufe. Boah. Und das Gebiet ruhig mal wechseln. Ist mir langsam zu krass. Mal ernsthaft, chill mal. Komm hier hin und frisst das. Oh, danke. Jetzt haut er natürlich ab, oder? Boah. Ja. Aber warum konnte ich jetzt so schnell wechseln? Okay, die Ausrüstung macht das. Okay, dann sollte ich. Wow, das ist gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. So, was machen wir mit den hier? Und weiter geht's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie stärker ist als das Viech von vorhin. Also der Urakan. Ich will immer was anderes haben, dann sehe ich, wie das da steht. Nochmal. Das sieht immer aus, als würde der jetzt umfallen. Fallen Malaysia, Block. Oder wie? Es wird hart. Ich hoffe, das ist nicht so wie die Schlammrüstung, die er Dings hatte. Oh nein. Au! Hier ist ja nochmal. Warum? Hat das Ding den auch noch schützt oder so? Ich den nur schaden kann, wenn das weg ist. Wenn dann mache ich gar keinen Schaden gegen den. So, mitten ins Gesicht. Jetzt hier mal nach Ladiakos Logik. Wenn man den seine Brust auch kaputt machen kann. Alter! Oh Gott. Geh weg. Wenn man so einen Laser schießen kann, ey. Beschützt mich. Oh Gott. Außer, wie sich alle so vor mir positioniert hatten. Oh, danke. Zum ersten Mal hier. Einfach mal hier im Zickzack. Zickzack. Oh. Alter, das ist nur noch mal, wie schnell sich das Viech bewegt. Ich kann auch Sachen angreifen, die nicht Lava bedeckt sind. Bin ich langsam ein bisschen verwirrt, was ich hier angreifen kann und wann nicht. Wieso ich da am Anfang nicht angreifen konnte. Na, er hat geblockt. Was machst du da? Alter? Ihr könnt doch jetzt nicht auf, bin ich irre. Ah! Feuer aus dem Boden. Da flüchtest du? Oh nein. Erste Hilfe, danke. Da haust du ab. Ja. So, ich habe erste Hilfe-Kit bekommen. Sehr gut. Oh, ich bin gleich tot, sehe ich. Sagt mir doch mal einer. Liebe Zuschauer, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Was ist los mit euch? So. Dann weiter in Gebiet 5. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, dass der irgendwie in der Decke gegangen ist oder so. Das hat er im Intro gemacht. Warum jetzt also nicht hier? Eieiei. Oh. Ernsthaft, du frisst so ein kleines Viech, davon bist du doch nie satt. Gott. Au! Der Vulkan macht mir Aua! Boah. Nein, ich will doch springen! Ah!
Beispiel, wenn ich. Alter! Schon wieder gleich du. Geh weg mit dem Angriff. Oh nein, hier ist Lava. Hier soll ich weggehen. Oh Mann. Ach, die sind beide nicht hier. Kann man überhaupt denn nur auf mich losgeht? Ja, jetzt kann ich ihn nicht angreifen. Hey, Schatscha, leg dem ab. Danke. Nein. Ja, gehen die Lava, gut. Das ist eigentlich voll die Schwäche dann, ne? Wird durch die Lava nicht geschützt, der wird irgendwie, weiß ich nicht, angreifbar. Sei denn, ich mache überhaupt Schaden gegen den. Vielleicht durch einfach nur irgendwie den seinen Panzer entfernen und irgendwie nicht direkt Schaden machen, weil den seine Haut einfach noch zu stark ist. Au! Besser! Boah, ich hasse es, wenn so Viecher einfach so, wow. Ich hasse es, wenn solche Viecher einfach... Warte, lag doch was. Leck mich. Was ist das für eine Verarschung? Schon wieder hart geworden. Morgen weg. Zurück bewegt er das Ding nicht. Wird danach weicher. Wenn ich mit dem Spiel durch bin, ne? Kann ich in jedem anderen Rollenspiel irgendwie Monster sofort von analysieren. Weil was für Sachen ihr lernst. Was du hier für Sachen analysierst, was du in anderen Spielen ja nicht machst, ne? Du machst ja so richtig Gedanken darüber, wie ein Monster kämpft oder so. Oh Gott! Oh, danke. Oh gut. Cool, im Schwanz kommt jetzt nicht rein. Ich mach das Ding ja kaputt. Diese Flosse oder was auch immer ist, da kann man bestimmt auch kaputt machen. Oh Mann, geht der wieder durch. Und dann sind auch noch die Viecher hier, die mir auf den Nerven gehen. Ernsthaft. Deine Phrase kann ich doch bestimmt auch kaputt machen, ne? Nein, boah, das ist immer das Gleiche, hat den Farbball schon. Das machen die doch absichtlich. Sobald die im Farbball wegkamen, gehen die woanders hin. Also, boah, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo der ist. Danke. Ja, so echt jedes Mal, wenn der Farbball direkt abläuft. Da können die doch gar nicht wissen. So. Mitten gegen den Schwanz wäre doch irgendwie witzig, weil nicht, wenn der Farbball ein bisschen Schaden macht. Keine Ahnung, und der Schwanz braucht zum Beispiel nur einen Schlag, ist er kaputt gehen, und dann werfe ich da einen Farbball gegen und das Ding fliegt ab. Das wird voll witzig sein irgendwie. Oh. Geht er schon wieder in den Boden, leckt mich. Mag solche Gegner nicht, die immer so ein Muster haben, wo man einfach abwarten muss, bis sie damit fertig sind. Man kann die dann angreifen. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Und er hat so ein Minx-Viech hier erledigt. Ja. Ja, ich glaube, das war von dem. Ja, mach ruhig den Laserstrahl. Wenn ich dich dadurch treffen würde, ne? Ja, ich habe die Brust, glaube ich, kaputt gemacht. Ja, sieht so aus. Und er ist am Humpeln. Ist das nicht traurig? Nein, er ist nicht. Er muss sterben. Ach komm schon. Okay, der ist gleich erledigt. Gut. Diesmal möchte ich das hier aufsammeln. Hallo? Erste Fahrt. Nein, das war nicht von ihm.
Ja, war das hier vor dem? Oder auch nicht? Mann! So, und der ist in 10 gegangen. Okay, dann kämpft man doch mal in Gebiet 10 gegen jemanden. Da muss ich da lang. Schön. Der legt sich wahrscheinlich erstmal pennen da, ne? Ich kann das doch. Ah! Ich würde jetzt am liebsten schon gleich den letzten Kampf aufnehmen. Den höchstwahrscheinlich letzten Kampf. Aber ich mache das nicht gerne, wenn noch andere Quests offen sind. Ich möchte dann, wenn schon, alle anderen Quests auch noch kaputt machen, ja. Alle Monster, meine ich. Auf dem Weg. Also den Schwanz, den kriege ich auch noch ab. Jawohl. T-Bag. Sieht man jetzt nicht, ey. Boah, jetzt echt, ne? Geht mir jetzt echt auf die Nerven während des Lootens. Da knackt dort. Oh, es kümmert euch um die Viecher. Wozu bezahle ich euch eigentlich? Feuerstein, das ist jetzt nicht so. Boah. Ja, dann tun wir mal ein paar Sachen hier sammeln. Vielleicht kriege ich ja wieder so ein Rätselding. Nö. Warum auch? Eisenerz brauche ich überhaupt nicht. Wettstein brauche ich auch nicht. Alter. Boah, das war traurig. So ein Spezialwähl. Plus cool plus, ja, das war ein anständiges. Ah, leck mich. Boah. Nicht gelohnt, nicht schön. Oh, traurig. Oh, alles kaputt. Was ich mich hier auffrage, der hat ja gesagt, da wo das Viech ist, wo war was so viel? Wo das Azeus, was weiß ich, Azeus, nein, wir sind nicht im Pokémon. Cerdeus, wo das Viecher ist. Da soll es ja auch antike Waffen geben. Da frage ich mich ja, was bringt mir das? Also wenn jetzt hier, weiß ich nicht, welche zu finden sind, was soll ich denn damit anfangen? Ich meine, ich kann die doch erst herstellen, wenn ich wieder im Dorf bin. Schockfänger, okay. Was ist das? Schockfänger, ist das, hat da irgendwas mit Fangen zu tun? So erinnert an den Trainer, wie man einen Schockfalle einsetzt. Okay. Schockfänger. Stufe 28. Das ist bestimmt gut. Da will noch jemand mit mir reden, sehe ich gerade. Ja, wie geht's, Jäger? Besser als Mogger, ja? Kuso langsam seinen Fall am Dampfen, Honto. Aber Tier aus Fernosten, die Flucht. Nico, dich weiterbringen zu Hafen Tansia. Hilf mit Farm und sehen cool aus. Du auch Hilfe von Nico, sagen nur Hitoko, Hitokoto heißen ein Wort. Okay, was weiß ich. So, jetzt. Ich bekomme jetzt hier überall Quests, wo heißt, ja, fang den, fang den. Jage ein Rathalos. Fange ein Uragan. 8000, hallo? Ja, das heißt, die werde ich ja noch offscreen machen. Mal gucken, was ich noch ausrüstungsmäßig hier alles rausholen kann. Was haben wir hier noch alles? Ich kann mir einen Helm und so erstellen. Sieht fast genauso aus. Wird voll zu den Dings hier passen, zu der Rüstung. Ja, Entschuldigung. Meine Güte, das wird auch verpassen. Was hat denn das für Effekte? Die sind aber nicht stärker als die Lagiakrus-Sachen, glaube ich. Ne. Obwohl, die sind noch nicht aufgelevelt, ne? Doch, die sind stärker als die Lagiakrus-Sachen. Ach, was soll's, brauche ich nicht. Was gibt das denn? Block, Schärfe, Flammen, Au, okay, was weiß ich. So. Ist auch selten, dass ich hier reingehe, auf Screen. Eiszapfenreißer, okay. Den kann ich schon lange herstellen. Bernsteinhauer, Kabaliterz, ich weiß gar nicht, wo ich alles herbekomme. Tanzende Flammen, boah, wat?
Kann ich mir herstellen, sogar bald. Habe ich auch ein Feuer-Katana. Ich habe schon so viele Katanas mit elementaren Sachen. Ja, davon habe ich noch nie benutzt, ne? Ich meine, auch offscreen habe ich die noch nie benutzt. Ja, das kann ich vergessen. Na gut, weiß nicht. Dann werde ich offscreen die letzten beiden Quests hier noch erledigen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich ja den letzten Kampf dann aufnehme. Ne? Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Für die Video. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.